Hey Leute, der Intelligenztest des Hochbegabtenverbandes Mensa dauert ca. 90 Minuten. Doch ein Yale-Professor hat jetzt einen Intelligenztest entwickelt, der nur aus 3 Fragen besteht. Wie intelligent seid ihr? Finden wir es heraus. Los geht's! Ihr habt pro Frage 30 Sekunden Zeit, um die Lösung zu finden. Wenn ihr meint, die richtige Lösung zu haben, schreibt sie auf ein Blatt Papier. Am Ende des Videos lösen wir alle Fragen auf. Frage 1. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Frage 2. Wenn 5 Maschinen 5 Minuten für 5 Produkte brauchen, wie lange benötigen dann 100 Maschinen, um 100 Produkte herzustellen? Frage 3. In einem See wachsen Seerosen. Jeden Tag verdoppelt sich die Menge der Seerosen. Die Seerosen brauchen 48 Tage, um den gesamten See zu bedecken. Wie viele Tage würde es dauern, bis die Seerosen die Hälfte des Sees bedeckt haben? Bevor wir euch die Lösung verraten, gibt es noch ein paar Infos zum Test. Ursprünglich war der Test dafür gedacht, zu testen, wie impulsiv bzw. bedacht eine Person handelt. Jede dieser 3 Fragen ist darauf ausgelegt, dass man sofort denkt, die Lösung wäre ganz offensichtlich. Das ist jedoch ein Irrtum. Fangen wir an mit der Lösung für Frage 1. Wenn der Preisunterschied zwischen Ball und Schläger 1 Euro beträgt, muss der Schläger ja 1 Euro teurer sein als der Ball. Man zieht also von 1,10 Euro 1 Euro ab und teilt die verbleibenden 10 Cent auf Ball und Schläger auf. Der Schläger kostet damit 1,05 Euro und der Ball 5 Cent. Kommen wir zur Lösung von Frage 2. 5 Maschinen brauchen für 5 Produkte 5 Minuten. Demnach braucht eine Maschine für ein Produkt ebenfalls 5 Minuten. Und natürlich brauchen 100 Maschinen für 100 Produkte dann auch 5 Minuten. Und zum Schluss die Lösung von Frage 3. Wenn nach 48 Tagen der See komplett mit Seerosen bedeckt ist und sich die Menge jeden Tag verdoppelt, dann war der See am 47. Tag nur zur Hälfte mit Rosen bedeckt. Die Lösung lautet also 47 Tage. Nur 17% aller Teilnehmer haben bei diesem Intelligenztest alle 3 Fragen richtig beantwortet. Wie viele Fragen habt ihr geschafft? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch zum Anschauen. Klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.